keine andere Batterie auf der Welt lässt sich so reparieren. Ja, das heißt, jede Batterie kaputt ist, sage ich erstmal Finger weg. Ja, das Problem ist, ich möchte den Haufen nicht sehen an Batterien, die im Jahr weggeschmissen werden. Ja, jetzt sehen wir gerade hier eine Batterie, die offen ist und zerlegt. Und das ist jetzt eine, da ist alles, alles gut, kein Problem. Das heißt, alles, was wir haben, ist verschraubt. Da ist nichts verklebt, nichts verschweißt, nichts. Sie können alles einzeln reparieren. Sie müssten im Prinzip, wenn eine Zelle kaputt wäre, bei anderen Batterien, schmeißen Sie die Batterie weg. Mit einem Multimeter können Sie bei uns einfach den Strang messen. Habe ich da eine Disbalance zu den anderen Strängen, dann weiß ich, welcher Strang nicht leistet. Dann gehe ich hin, messe die einzelne Zelle aus, wo ich dann weiß, aha, die Zelle ist kaputt. Dann kann ich die Zelle, das kann auch der Junior machen, das kann die Hausfrau zu Hause machen. Wir zeigen bei YouTube ein Video, wie man das repariert. Dann können Sie jede Zelle austauschen. Das heißt, bitte? Bei uns. Ja, wir schicken die Zellen raus. Wir haben aber jetzt 7 Jahre Herstellergarantie. Das heißt, 7 Jahre haben Sie überhaupt keine Schmerzen mit der Batterie. Wir haben dazu... Ja? Also, die Zelle ist kaputt. Jawohl. Das mal noch einen Schritt nach vorne. Mhm. Woran merkt man, dass die Batterie kaputt ist? Jawohl, das heißt, wir haben diese Batterie, die hat eine Bluetooth-Überwachung. Da. Ja, da steht drauf, Bluetooth. Zu dieser Batterie gibt es eine Liontron-App auf dem Handy. Sie können das gesamte Lebenszyklus dieser Batterie können Sie auf dem Handy kontrollieren. Und dann sehen Sie nach die Ladezyklen, was reingeht, was rausgeht. Die komplette Vita können Sie über das BMS, dieses Batteriemanagementsystem, verbunden mit dem Bluetooth-Dongle, können Sie auf dem Handy kontrollieren. Will heißen, alles, was die Batterie tut, können Sie nachvollziehen. Das können Sie sonst nicht wirken, nicht überall. Dann stellen Sie fest, da gibt es eine Disbalance in den einzelnen Zellen. Das heißt, über diese App hier unten kann man das sehen. Ja, da haben wir jetzt 4 orange Batterien. Das heißt, da sind jetzt 4 Batterien zusammengeschaltet. In der App? Ja, die sind jetzt in Reihe geschaltet. Das heißt aber, die App misst jetzt die Summe aller Batterien, die Leistung aller Batterien. Und Sie können jede einzelne Batterie können Sie antippen, dann zeigt er Ihnen jede einzelne Batterie an. Ja, mit allen Werten, die Sie brauchen, um festzustellen, da stimmt irgendetwas nicht. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dann müsste also jede einzelne Zelle an eigenen Draht angeschlossen sein, damit Sie die Zellen wirklich einzeln messen können. Genau, im Prinzip nicht einen Draht, sondern die sind hier alle verbunden miteinander. Ja? Da sieht man das, und wenn man die jetzt aufschraubt, deswegen haben wir es hier in der Zeichnung, ja, da, so sind die alle verschraubt. Ja, aber das Bluetooth-Teil muss doch eine einzelne Zelle messen gehen, wie Sie gerade erzählt haben. Wie kann das Bluetooth auf eine Zelle zugreifen? Weil das gesamte System hier an diesem Batteriemanagementsystem hängt. Okay. Und der teilt das dann auf. Der erklärt Ihnen dann im Prinzip im Bild, was los ist. Okay. Ja? Und das ist, wie gesagt, die Nachhaltigkeit, die wir haben, aber nicht erst entwickelt haben, sondern die Nachhaltigkeit war der Grund, warum die Batterie so geworden ist. Das heißt, die hat von Anfang an genau dieses System gehabt. Wollten Sie eine reparierbare Batterie? Wir wollten eine nachhaltige Batterie, ohne den Müllberg größer zu machen. Und das war der Grund, warum unser Seniorchef, der Entwickler, der Wolfgang Felsen, hat die Batterie so entwickelt, weil er gesagt hat, wir schmeißen so viel Batterien weg. Ja, und deswegen gibt es die Batterie seit der Geburtsstunde, ist die genau so, wie sie jetzt ist. Wenn Sie eine Zelle kaputt, also Sie haben erklärt, ich erkenne das, dass irgendwas nicht stimmt, das erkenne ich an der App. Jawohl. Dann werde ich, also so komme ich auf die Idee, okay, es funktioniert nicht. Mhm. Dann fange ich an, sie zu öffnen. Jawohl. Dann fange ich an zu messen. Jawohl. Ich finde den Strang, der nicht folgt, und gehe dann in den einzelnen Strang in die einzelnen Zellen rein. Jawohl. Das stelle ich fest, es ist eine kaputt. Jawohl. Genau, dann rufe ich Sie an und Sie schicken mir eine neue Zelle. Wir schicken Ihnen eine neue Zelle. Sie wir schicken Sie überall ein. Hin? Überall. Ja. Wo ich gerade bin. Wo Sie gerade sind, schicken wir die hin. Das heißt, Sie können im Prinzip auch vor Ort
Sie sind in Urlaub, keine Ahnung, wo Sie sind. Im Zweifel bin ich ja vor Ort. Richtig, genau. Und dann schicken wir da die Zelle hin und Sie können die selber einbauen. Dann brauchen Sie ein, zwei Ladezyklen, bis die Zellen sich wieder balanciert haben. Ja. Und dann ist die Batterie wieder im Leben. Okay, super verstanden. Echt? Ja. Also ich als Techniker, wenn ich dazwischen noch mal was sagen würde, wir würden einfach mal zwei so Zellen auf Lager legen. Dann in Notfall, weil in Notfall brauche ich sie. Das und wenn Blackout ist, dann kann ich sie auch nicht anrufen, weil sie dann auch nicht erreichbar sind. Bravo. Also ich würde mir dann sagen, zwei so Zellen werden kein Vermögen kosten. Die habe ich wo rumliegen. Natürlich muss ich schauen, dass die geladen bleiben. Wir haben ganz viele Leute, die 3, 4, 5, 6 Monate mit ihrem Fahrzeug unterwegs sind. Ja? Und denen empfehlen wir natürlich, nehmt ein, zwei Zellen mit. Dann braucht ihr nicht auf uns warten, bis wir die mit einer Drohne zu Ihnen geschickt haben. Sie haben die dabei, kostet die Zelle um die 90 Euro. Also ist auch jetzt nicht wahnsinnig viel Finanzaufwand, aber ich bin unterwegs einfach wieder reparierbar. Das heißt, die Batterie ist dann wieder im Leben und das bietet Ihnen kein anderer. Also das haben Sie, ich habe Sie ja gefragt, was, ja, ne? Genau. Und Sie sagen reparabel, war überraschende Antwort. Habe ich voll verstanden. Die Batterie ist geeignet für den Aufbau und auch für die Motorbatterie? Nein, es ist nur für den Aufbau. Ich will mal so ausdrücken. Wir haben eine Starterbatterie. Das ist für mich der Sprinter, der Schnellläufer. Der hat eine Hochstromfunktion, dass der Anlasser genügend Strom kriegt. Und dann haben wir den Marathonläufer hinten im Aufbau. Der ist eben halt für lange Distanzen, dass sie da Strom abnehmen können. Ist das der? Nee, Sie haben ja, ich nehme das ruhig mit auf. Nein, ich will Sie immer nicht stören. Das ist aber gut, wenn man einfach fremde Leute hat, die nicht in Regie, ich bin Journalist. Und wenn Sie da Fragen stellen, nehme ich die auf. Ich nehme sie nicht ins Bild, aber es ist interessant, dass hier nichts gestellt ist. Das ist voll nett. Also ich würde bitten, mich nicht ins Bild zu nehmen. Ja, das steht nicht drauf, also, aber Ihr Gespräch ist drauf und Ihre Fragen und die interessieren unsere Zuschauer auch. Ja. Brauchen Sie den? Ja, bitte. Ja. Das ist ja das Prospekt, das Sie mir gerade hatten. Mhm. Genau. Langstreckenläufer, Aufbau, Tiefenentladung, ist eine Lithium-Eisenphosphat. Ja, okay. Jawohl. Danke. Bitte. Warum nicht für den Starter? Ja, wir haben die Situation, dass wir dieser Hochstrom, ja, den ein Anlasser braucht, den bringt diese Batterie nicht mit. Ja, wir haben die Situation, dass wir für lange Verbräuche hinten im Aufbau oder in einem Boot, wo auch immer sind. Ja, das heißt, die Energie für den Anlasser haben wir nicht. Wenn Sie einen Anlasser haben bei einer 12-Volt-Geschichte, dann braucht der Anlasser deutlich mehr Abgabestrom. Wir haben hier eine Größenordnung drin. Kann ich Ihnen hier nicht zeigen, doch da. Dieser maximale Entladestrom. Ja? 150 bis 200 Ampere. Und der Anlasser braucht deutlich mehr. Ja. Darf ich das mal? Das sind die Sachen, die ich sonst vergesse. Mhm. Also es sieht so aus, dass wir hier, sagen wir mal, einen Großteil beraten können. Und wir haben nicht immer die Zeit, so weit in die Tiefe zu gehen. Aber wir haben unendlich viele YouTube-Videos, wo wir die Reparatur so einer Batterie vorführen. Ja, wo wir sagen, ich brauche 5 Werkzeuge, um die Batterie auseinanderzunehmen. Handelsübliche, haushaltsübliche Werkzeuge. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, Sie können gerne bei www.liontron.de eine E-Mail schreiben. Sie kriegen garantiert eine Antwort. Lassen Sie uns immer mal 3, 4 Tage für eine Antwort. Aber wir lassen niemanden im Regen stehen. Wir haben genug Energie, um Sie zufriedenzustellen. Dann vielen Dank. Sehr gerne.